Moin Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Projekt Minecraft Wolf. Ja, wir zocken das neue Projekt Minecraft Wolf mit dem Modpack Minecraft Infinity von dem FTB Launcher auf der Version 1.7.10. Das ist einer der Modpacks, die auf der höchsten Version sind. Wir sind mit 160 Mods, sind noch alle geladen. Ich habe mir dann auch direkt, wo ist das hier? Nee, boah, wo ist das? Hier Mods, auch direkt Optifine geholt, W1710, damit wir auch zoomen können. Und dass es dann nicht so ist wie in Electrocraft, dass wir dann auch ein bisschen zoomen können. So, Einzelspieler, ich habe uns schon mal eine Welt erstellt und wir sind schon an einem richtig coolen Platz gespawnt. Diese Welt habe ich gerade erstellt vor 11 Minuten und dann joinen wir ganz einfach mal. Ich werde jede Folge ungefähr 20 Minuten machen, sonst wird es zu lang. Und ja, wir sind hier gespawnt. Und ja, gut. Wir haben noch irgend so ein Soul Stray oder sowas, keine Ahnung. Wir haben unsere Bücher hier von Tinker's Construct, glaube ich. Ja. Und von Open Blocks. Da ist schon ein Zombie. Den werde ich jetzt aber. Scheiße, wie soll ich den jetzt töten? Komm, verpiss dich. Ne, 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 ne. Komm schon. Ich töte einen Zombie mit der Hand. Geh aus dem Wasser raus und verlierst du Herzen, weil du brennst. Jetzt. Ja, endlich. Und dann sehen wir auch schon. Wir haben einen Hut bekommen und ich weiß nicht genau, welche Taste das war. Ne, da war die Minimap. Kann man sich ein. Mach ich uns mal hier so ein. Hier so. Name. Spawn. Nur auf Gelb. Sein Safe. So. Für meinen Spawnpoint. Ist gerade quasi genauso wie reines Minimaps. Nur ich will jetzt irgendwie wissen, wie ich die Hüte hinbekomme. Gerade haben wir welche bekommen. Ich probiere gerade alle Sachen aus. Das haben wir auch neu bekommen. Mit Herzkanister können wir zusätzliche Herzen machen. Nee. Ist auch egal. Wir fangen schon mal an, bauen ein bisschen Holz ab. Die ersten Folgen werden natürlich ein bisschen langweilig sein. Auch wie so ein richtiges normales Minecraft, Vanilla. Das liegt aber auch ganz daran, dass man sich einfach nicht die ganzen Ressourcen holt. Und deswegen ganz einfach, ja, sich alles ercheatet und so haben wir einfach was viel, viel Schönes. So, Inventor, Sky to Beginning, okay. So, ich mache uns schon mal eine Werkbank. So, jetzt machen wir uns schon mal eine Axt. Das ist nicht üblich, aber wir machen uns eine Axt, denn ich glaube, hier ist wieder Tricapitor drin. Ich bin mir sicher. Ne, ist es nicht. Gut. Ich glaube, ich krieg das hier auch nicht rein, denn das hat. Ich glaube, ich habe das schon mal versucht, aber das mit der Forge-Version nicht richtig geklappt. Da haben wir schon mal einen Apfel. Perfekt. Botania ist hier drin. Nein, nicht gesetzt, wir dann das. Können wir aus Farbstoffe machen. Okay. Das lasse ich jetzt mal lieber. Ich glaube, Botania werde ich nicht anfangen. Wie ihr seht, gibt es hier 96 Seiten. Also, wir haben hier richtig was zu tun. Ich guck mal, ob hier vielleicht unsere Mod drin ist, die wir am meisten durchgezockt haben. Ne, Battlecraft ist hier nicht drin. Wenn ich hier mal Kohle eingehe, dann ist hier nicht der Kohlegenerator. Also ist nicht Battlecraft drin. Perfekt, den wollten wir eh nicht anfangen. Dann holen wir uns mal schon mal eine kleine Spitzhacke und kramen uns schon mal nach unten. Ich würde jetzt eigentlich gerne hier mein Haus bauen und wieder an so einen Teich. Deswegen grabe ich mich einfach mal hier runter. Vielleicht werden wir eine eigene Mine oder sowas später machen. Hier ist auch das RNG-System drin. Also hier können wir auch unser automatisches Lager machen. Project Red ist hier auch drin. Und Andy sieht, was auf der 1.8 gekommen ist. Aber weil Chisel die eingefügt hat, gibt es jetzt auch noch auf 1.7.10. Die kann ich gerade nicht gebrauchen. Mit denen baue ich immer sehr gerne mein Haus. Mit denen kann ich schön bauen, mit den Andesitblöcken. So, es wird schon langsam Nacht. Ne, ich bin nur unter Tage. Was noch anders ist, wir haben jetzt nicht die normale Reis-Minimap hier, die ist schon Kohle, sondern
wir haben, da werden Mobs angezeigt und die roten sind gefährlich, also die Zombies, Creeper, Skelette und so weiter. Und die, warte mal, könnte ich auf hell stellen? Ja, ist schon, nein, on. Und die grauen sind die, was soll ich sagen, die neutralen. Die beschützen dich nicht und die greifen dich auch nicht an. Was ist das da? Ach, hier, das ist auch neu. Und dann ist, oh, da kriegt man aus einem Block mehrere Kohle raus. Das ist richtig geil. Man kann sich auch eine Quarry bauen und wieder einen Turtle und so weiter und so fort. Also es gibt hier so viele Möglichkeiten. Es gibt ja auch Towncraft, das heißt, man kann auch zaubern. Es gibt zwar auch schon ziemlich viele Leute, die dieses Modpack hier gewählt haben für Let's Plays, zum Beispiel auch die große YouTuber-Szene, Dena, Revi und so weiter, mit dem Projekt Minecraft Mark, aber ich finde dieses Modpack eigentlich am besten, weil da halt alles drin ist. Du kannst da wirklich alles machen. Du hast so viele, eigentlich die meisten Modpacks haben längst nicht so viele Mods. Und wenn, dann sind die total scheiße, weil die total scheiße Mischung haben. Zum Beispiel hätte ich mich eigentlich jetzt für Dings entschieden, Attack of the B-Team, aber die Mischung war da so scheiße, dass ich es jetzt doch nicht gemacht habe. Und ich tue mir mal den ganzen Zeug herum, was ich gerade nicht brauche. Das nicht. Ich nehme schon mal ein Schwert. Ja. Ein Steinschwert. Steine behalte ich nochmal, das hier auch. Mache ich nochmal dazu. Kohle auf jeden Fall. An die Sicht kommt auch nochmal da rein. Das ist meine Kuh. Natürlich aber noch. Das sind zwei, perfekt. Hier ist natürlich wieder Mine Factory drin. Das heißt, ich werde hier auch mehr Mine Factory durcharbeiten. Ich werde diesmal nicht den Fischer machen. Erstens, der funktioniert auf dieser Version nicht mehr. Habe ich so gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber der ist mir total verbuggt, deswegen funktioniert der nicht mehr. Und deswegen wollte ich mir was anderes ausdenken. Ich mache mal ein paar Fackeln. Also wirklich jetzt, es wird ein bisschen zu dunkel. Zack. So bin ich jetzt auf der letzten Seite. So. Das ist wirklich. Eigentlich wollte ich ihn noch gar nicht machen, auch nicht schon eine Höhle. Eigentlich wollte ich ihn noch gar nicht machen, weil ich schon hatte. Oh Gott! Was war das? Der hat den auch nichts weggesprengt. Ach, das sind diese Creeper. Hier, Thorncraft. Die, die ich nur spindelig machen, mich irgendwo hin teleportieren. Ja gut, Skelett. Bye bye. Du stirbst jetzt. Hier, wir krepieren Licht. Oh ne, post dann mal Alarm. Ich glaube, was essen. Ganz ruhig. Bis er es nicht mehr merkt. Bam! Monsterjäger. Und sogar schon Schädel. Ach, jetzt mache ich das wieder. Nein, ich will ich nicht hinsetzen. Will ich mir aufsetzen. Tada, ich bin jetzt ein Skelett. Wer meine alten Folgen geguckt hat, weiß, woraus das ist. Ich sag hier mal kurz nichts. Es war nur mit einem Zombie-Kopf. Aber mehr sage ich dazu auch nicht. So, die ersten Folgen werden natürlich sein, ein bisschen mine zu gehen. Okay, können wir nur damit abbauen. Die ersten Folgen werden nur dazu da, mine zu gehen, aber wirklich die ersten Sachen. Hier dieses Cetus Quarz nehme ich auf jeden Fall wieder mit, das kennen wir ja. Das hat uns ja viel geholfen und ich glaube, Lithium Erz kann man nur abbauen, okay. Das Construct. Die ersten Folgen werden aber nur mine sein. Es liegt daran, dass wir erstmal die ganzen Rohstoffe brauchen, um dann später auch unser Haus zu bauen und uns erstmal equippen müssen. Ich glaube, hier gibt es keine Rüstung. Ich glaube, hier ist auch Thermal Expansion. Ja, ist es doch. Hier ist nämlich ein riesiges Update dazu gekommen. Es gibt jetzt viel mehr Sachen. Und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht genau alles was. Es gibt ja auch Rüstung und Bögen. So. Das ist richtig krass. Es gibt ja Silberrüstung. Hätten wir jetzt zum Beispiel auch schon ein bisschen. Oder ist das Tin? Nee, das ist Tin. Auf jeden Fall ist ziemlich krank, was da alles dazugekommen ist und nicht mehr diese alte. Nein, nicht noch so einer. Boah. Habt ihr das eigentlich gesehen? Der hatte ein Tuch. So ein
Und Stirnband tanze der. Krank. Als wären wir so ein Karate-Meister. So. Kingha! Mit seinem Tuch. Naja, gut. Oh, ich glaube, hier ist auch die Mod drin, dass man sich in Monster verwandeln kann. Oder ist es nicht hier? Ich bin jetzt getötet, aber ich verwandle mich nicht in die. Warte mal. Steuerung. All. Inventar. Nee. Dual Tweaks. Das kann ich auch mal machen. So. Hier ist ja auch Pause. Das ist ja normaler Singleplayer. Mehr Spieler? Nein. Railcraft, Speed Jetpacks. Keine Ahnung, wo das jetzt hier ist. Das ist mir auch eigentlich auch total egal jetzt. Mir geht es einfach nur ums Meinen und so viel Zeit wie möglich da rauszukriegen. Ich sehe im Moment, ist noch kein Mob bei mir wirklich in der Nähe. Mir kommt gerade nur ein Zombie in die Nähe. Der läuft gerade auf mich zu, glaube ich. Nein, ist mir jetzt auch egal. Ich baue mir mal diesen Limestone ab. Hoch. Wir werden uns auch dieses Mal mit der Mod Chisel weiter beschäftigen, denn da kann man zum Beispiel aus Cobblestone einfach Stone machen. Ohne was, ohne diesen Chisel, dieses Werkzeug aufzubrauchen und ohne, ich glaube, der wird nicht aufgebraucht und ohne Kohle zu verschwenden. Das ist richtig nice. Werde ich mir auch ganz zum Anfang machen. Vielleicht sogar jetzt. Wie geht der denn? Chisel. Boah, keine Ahnung, wie der geht. Geistholz-Chisel? Nee. Das ist nicht. Wie geht der denn? Dann sage ich mal hier. Add-Chisel. Muss es den irgendwo geben. Das ist ein Werkzeug. Und damit können wir dann. Da ist der Chisel. Der geht aus. Ein Stock und ein Eisenbarren. Ist ja perfekt. Da haben wir ja eigentlich schon alles. Weil damit wollte ich eigentlich mein Haus bauen und der ist wirklich super. Da kann man sich so super viel Zeit ersparen und dieses lästige Holz verarbeiten und so weiter und Stein brennen, das dann zu Bricks machen. Das ist jetzt dann alles nicht mehr. Und ich will gerade mal gucken, auf welcher Höhe wir sind. 40, okay. Gut. So. Wo ist denn hier? Ich habe gar keine Sticks mehr, ne? Na egal. Da ist überall eine Kohle. Jetzt nehme ich diesen dann nur das hier mit. Hier ist ja, wir wissen ja, dass hier noch diese Mine ist. Aber ich will jetzt erstmal nur Eisen finden. Erstmal die Basics. Also, ich werde jetzt hier auch nicht wirklich irgendwas mitnehmen von. Was ist, ach, das ist Oliven. Von hier Tin oder. Oder irgendwas, irgendwie Kupfer hier. Das nehme ich jetzt nicht mit. Denn ich will aber nur die Basics haben im Moment. Oh Gott, nein! Scheiße, wir sind tot. Wir sind tot. Wenn das Wasser. Schnell, schnell. Lauf, lauf. Yes! Gut. Ich gehe jetzt mal wieder aus der Höhle raus. Wir haben jetzt auch fast kein Essen mehr. Wo ist mein Gang? Da ist mein Gang. Dann baue ich mich mal mit Kobbel. Nee, Kobbel ist mir zu, im Moment zu kostbar. Ich höre auch schon Skelette, also. Oh Gott! Alter! Alter, hast du mich erschreckt? Wo soll ich jetzt diese blöde Karte da oben? Also kriege ich jetzt wieder weg. Ja? Irgendwas gedrückt. Warte mal, ich connecte nochmal neu. Und was dann passiert. Ey, hoffentlich nicht. Scheiße. Wir haben sowas von verkackt. Ja, jetzt haben wir diese behinderte Karte da oben. Also wie heißt das nochmal? Von. Das ist von. Nee. Wo ist denn hier? Steuerung. All. Irgendwas mit Map. Journey Map. Great Waypoint, Fullscreen Map. Backslash, mach ich das mal zu P? Nee, mach ich das mal zu. Was? Ja, geht doch. Perfekt. Gut.
Dann haben wir das schon mal geregelt. Jetzt geht's noch weiter mit unserem Häuslein. What the Alter, das. Oh nein, ich bin tot. Ich bin tot. Nein, ich bin tot. Hä? Ach, hier ist Game Mode. Keep Inventory an. Ich kann ihn nicht schlagen. Hä, was ist denn hier los? Ich sterb gleich wieder. Wieso kann ich den nicht töten? Irgendwas ist hier verbuggt. Irgendwas ist hier falsch. Ich kann dieses Skelett nicht schlagen. Ja, endlich. Hä, ich check das nicht. Naja, wir hätten unsere Sachen eh wieder aufgesammelt, aber Alter. Was für ein Müll. So, ich töte jetzt erstmal ein paar Kühe. Nicht alle. Schon wieder Spinnen. Ich töte erstmal zwei. Da sind noch zwei übrig. Mit fünf Fleisch. Eine behinderte Spinne. Wir müssen uns jetzt erstmal erkunden. Also ich baue jetzt mich erstmal ein. Jetzt mache ich hier mal Cobblestone. Ne, mach ich jeden schon eine Wand. Wieso kann ich da. So. Hier baue ich mich mal ganz kurz ein. Ich will wenigstens ein bisschen Deckung. So. Dann kümmere ich mich drum. Oh, wir haben jetzt zwei drauf. Das wird so mal ein bisschen Licht haben. 16. Und jetzt machen wir uns einen Ofen, was nicht geht. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. So. Jetzt müssten wir geschützt sein. Wir machen jetzt hier zack. Setzen den Ofen mal da unten hin. Verlegen das alles hier mal nach unten. Dann haben wir mehr Platz unten. Also hier drin. Zack. Zack. So. Tour und Werkbank. Du schmilzt schon mal Eisen. Oh ne, das war eigentlich ziemlich dumm. Ach. Ich hoffe mal, das ist jetzt. Ja, hier ist Stein. Na gut. Hier ist Stein. Perfekt, baue ich hier nochmal ein bisschen ab. Haben wir auf jeden Fall genug. Jetzt baue ich nochmal den Andesit hoch. So. Machen uns einen zweiten Ofen. Zack. Setz den dahin. So, nehmen uns hier jetzt der Kohle. Wir nehmen eh nur eine Kohle. So, zack. Und jetzt kommt wieder da rein. Also, das brauche ich nicht. Das. Erstmal alles rein, dann gucken wir mal, was ich brauche. Also, ich brauche jetzt erstmal das hier für Ausrüstung. Das brauche ich. Erde, den Cobblestone. Sortieren. Sortieren. Die Fackeln. Und mehr nicht. Gut. Nehmen wir schon mal das 3 Stacks raus. Können wieder regenerieren und wieder rennen. Das ist perfekt. Könnte nicht besser laufen. So. Wo ist denn hier. Legen wir erstmal dahin. So, jetzt übernachten wir hier quasi. Ich mache jetzt mal ein paar kleine Dinge. Ach komm, hier, zack. Machen wir ein besseres Schwert. Das hat 6, das hat 5. Perfekt. Ein großer Unterschied ist es nicht, aber hätte wenigstens etwas. Nee, Rüstung gibt es davon nicht. Schade. Eine neue Spitzhacke würde ich gerne haben. Auch davon. Hat 250, hier hat 131. Also ungefähr das Doppelte. Ein bisschen weniger. So, das kommt dann dabei das rein. Das auch.
Eine Axt brauche ich nicht, das kommt auch rein. Und dann, ja, war es das mit der ersten Folge von Minecraft Wolf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so war, dann lasst doch eine kleine Bewertung unter dem Video da. Einfach die beiden Daumen da auswählen, ob es gut oder schlecht war. Und ja, dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.